Brauchen wir nicht mehr. Okay, wir sollen ein Pferd suchen und dann abhauen. So wie uns der Weg hier führt. Streamlag gerade. Wie es aktuell. Oh. Wow! Wow! Ja. Oh. Alter Schwede, wo kommst du denn her? Oh, reiten, ja, alles klar. Okay. Hi, Jungs. Au. Und ab damit. Trab, mein Gaul, trab. Alter Schwede. Harte Nummer, meine Lieben. Ganz schön hart. Alter Schwede, ich will mir das gar nicht vorstellen. Ich bin so erschrocken. Ich bin so erschrocken gerade, als der hinter uns stand. Ach du Schande! Ah. Game over, was? Okay. Okay, nochmal. Also wir müssen nochmal Gas geben. Also, okay, jetzt geben wir mal wirklich Gas. Die Jungs sind ja hinter uns her, das heißt, wir dürfen hier nicht trödeln. Gar nicht trödeln. Lauf zickzack, schnell! Ja, wird gemacht, Jungs, wird gemacht! So, reiten. Feststelltaste, Trab, W und Umschalt. W und Doppelumschalt ist galoppieren, alles klar. Also Reiten ist echt eine seltene Kunst. Okay, schnell reiten ist das Ziel, okay. Oh Mann, ey.
Okay, Jungs, jetzt auf ein neues mit Vollgas, meine Freunde. Jetzt sieht's aber gut aus. Ja, ich hoffe. Keine Ahnung. Wird eine heiße Nummer, glaube ich. Das wird ein heißer Ritt, meine Lieben. Ah, Lake of Doom! Links. Talmberg liegt links, entlang des Baches. Verflucht, nicht da lang! Wo zur Hölle bin ich denn jetzt? Ja, das frage ich mich auch gerade. Da lang müssen wir. Bisschen kreuz und quer. Man entdeckt ja nie Neues. Okay, da lang. Hier müssen wir lang. Oh, der ist immer noch hinter uns. Mother of God! Mütze! Heute nicht, tatsächlich. Heute bin ich out of Mütze, meine Lieben. Komm nach. Mein liebes Pferdchen, du hast keine Wahl. Jetzt müssen wir durch. Bisschen aufladen gerade. Und ab damit. Kein Treffer mehr. Pet, sie werden euch umbringen. Oh, lang packen wir es nicht mehr, Freunde. Lang packen wir das nicht mehr. Da vorne. Da müssen wir hin, meine Lieben. Jetzt geh, Herr Schlanzmann! Hier! Hier! Oh Gott, mit dem Brande! Oh mein Gott! Herr im Himmel! Hier, Mann, die Wolke! Hilfe! Helft mir doch! Hilfe! Beeilung! Bewegt eure Ärsche her! Legt an! Und Feuer! Hand du! Fuß und Kinder! Seht mal, sie ziehen den Schwanz ein! Verpisst euch, ihr dreckigen Hunde! Schnell, wir schließen das Tor! Gib ihm doch jemand zu trinken und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Garlitz. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus.
Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Danke sehr. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Devish zu sprechen? Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Scarlets. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Scarlets komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlets ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben Sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir Ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Skalitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat er es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. Müsst ihr euch die Stimmung mal vorstellen, wenn ihr da in so einer Burg eingesperrt seid und nicht wisst, ob morgen der Tag, ob ihr den morgigen Tag noch erlebt. Also, boah. Ich glaube, das war damals unvorstellbar einfach, wenn dann so eine Nachbarstadt von so einer riesigen Armee platt gemacht wurde. Und das kam ja nicht mal selten vor. Das ist ja Tageswerk gewesen. Alter Schwede. Wir haben ein Schwert. Hi. Hallo. Alter, ist das gut gemacht, ey. Ah, Schloss knacken. Klar. Das Erste, was mir einfällt, wenn mir einer hilft, dann knacke ich erstmal die Schlösser. Ah, schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an, wie gut das einfach nur gemacht ist. Und jetzt? Oh. Okay, da jetzt den Turm rauf. Ach du Schande, ist das gut gemacht. Entschuldigung, ich wollte euch nicht rumrempeln. Oh, das ist der König quasi. Der Herr. Warte mal,
Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Lass mal gucken. Wir sind jetzt von Scarlet hier rüber nach Thalmberg geritten. Den Marker können wir rausnehmen, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt sind wir, sprich mir an Herrn Robart, okay. Da ist ein Bett. Da ist der Herr Robart. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Was in Herrgotts Namen ist dort geschehen? Ich hörte von deinem Vater. Man sagt, er wäre ein Schwertschmied, der aufs Land zog, um Hufe essen. Warte mal, Küche. Hier ist die Küche, oder? Er genoss einen sehr guten Ruf. Wahrlich ein großer Verlust. Ah, meine Herrin. Du hast Glück. Herrin Stefanie von Thalmberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Habe ich recht, junger Herr? Das hier ist für dich. Iss so viel du willst. Und etwas Wein zum Runterspülen? Hab Dank, Herr. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robart. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herrin. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von eurer Großzügigkeit. Ja, ja. Hab Dank, Herrin. Möge Gott euch für eure Güte belohnen. Iss dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Boah, ja. Hat der Herr Robart uns mal ganz schön Manieren beigebracht, der Junge. Ist, geht zur Waschstube auf dem Vorplatz und schlaft dort bis zum Morgen. Das haben wir vor, wir haben es aber auch dringend nötig, muss ich sagen. Wobei das Spiel beginnt und endet eigentlich permanent mit Essen. Linsenbrei. So, pass auf, jetzt lass uns erstmal ein Brötchen essen. Wir sind fast durch. Käse können wir auch nochmal einen guten von zu Hause. Einen Linsenbrei hauen wir uns auch rein. Die Karöttchen, naja, Herr Ratzigs Schwert, haben wir das dabei? Ach, wie verrückt. So, einen Verband brauchen wir gerade nicht. Rede, Kunst und Charisma ist halt, hat man schon schlimmer. Aber jetzt pass auf. Wir nehmen natürlich mal wieder saftiges Zeug. Eine Ente. Ach, das arme Entchen. Ach, Mann, hab ich Hunger. Keine Sorge, kriegen wir Wein hinterher. Es wird gespült, meine Lieben. Es wird gut durchgespült. Erst nochmal ein Brötchen. Und das Ei hauen wir uns auch noch rein. Komm. Ach nee, das können wir, müssen wir kochen, ha? Die gute Ente. Na, das letzte Entchen lassen wir mal. Oh ja, Augen gehen zu. Ah, das ist so geil gemacht. Das ist so episch gut. Wenn so die Augen zufallen und sowas. Ah, super. Ich liebe sowas. Ich mag solche kleinen, feinen Details, meine Lieben. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr. Behüt dich. Okay, ich wollte einfach nur mal was probieren. Ja, okay. So, wir müssen hier irgendwo hin. Oder? Nee, hier ist es nicht. Oder doch, hier. Hier schaut gut aus. Ach, sogar. Es ist so schön.
bist in einem privaten Bereich. Nee, wir wollen erstmal schlafen bis zum Morgengrauen. Das ist, glaube ich, viel wichtiger. Aber das ist... Warte mal ganz kurz. Muss mal kurz orientieren. Die Richtung, glaube ich, stimmt, aber müssen wir in die andere Seite hoch, ha? Oder? Nee. Ich weiß doch nicht. Yummy! Ja, genau. Der Robin sagt's gerade, muss erstmal schlafen gehen. Schloss knacken wollen wir gar nicht. Sind wir richtig? Völlig falsche Richtung. Okay. Ja, kennst die Burg nicht, ne? Verläufst dich. Aber ist so geil, auch hier mit dem Efeu alles. Mega gut einfach nur. Mega gut. Also mir gefällt das Spiel jetzt schon unfassbar gut. Wir haben ja gerade erst angefangen, eigentlich hier das alles zu erkunden und zu erleben. Dann müssen wir hier doch hoch, ha? Nee, in die andere Seite. Ach, da drüben bestimmt, ha? Was ist hier? Schlafen. Nee, aber da sollen wir gar nicht schlafen. Wir sollen ja irgendwo da schlafen, ha? Ah, hier! Ja! Tür zu, komm. Es wird Zeit, meine Lieben, für eine Runde Schlaf. Wir sollen bis zum Morgengrauen, 10 Stunden, das können wir auf jeden Fall verkraften. Die Energie steigt wieder, meine Lieben. Das finde ich auch eine sehr geile Aktion hier. Was mit Bianca? Ich weiß es nicht. In dem Gebäude auf der Hofmitte. Dort ist auch der Eingang. Ah, okay. Heute werden die Wachposten verdoppelt. Haltet die Augen offen. Wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches seht, meldet es sofort. Verstanden? Ja, Herr! Ich bin es, Heinrich. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herren. Nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du könntest etwas Wein vertragen. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Hab Dank, Herr. Hab Dank, wirklich. Aber das hättet ihr nicht. Ihr hättet auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herr. Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein, wenn dir danach ist. Meine Lieben, ich glaube, uns ist nach Sprechen. Ich glaube, es tut uns auch gut, mal über Probleme und all das, was uns jetzt beschäftigt, einfach mal zu sprechen. Du könntest recht haben, Herrin. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Ein Kerl namens Kune schuldete meinem Vater Geld und ich sollte es eintreiben.
Nur dachte der nicht daran zu zahlen. Es ging hitzig zu, wie so oft, wenn Geld im Spiel ist. Doch Kunesch blieb stur und weigerte sich weiterhin, das Geld rauszurücken. Vater war viel zu gütig, einem solchen Lumpen einen Kredit zu gewähren. Oh. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Das Schwert hatte Form angenommen, als Herr Ratzig vorbeikam, um es zu begutachten. Er lobte Vaters Geschick und sagte, er könne seinen Lebensunterhalt auch in Prag oder Wien verdienen. Tatsächlich? Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Ich sah Rauch über einem Weiler aufsteigen, den Sigismund auf dem Weg zum Dorf geplündert hatte, das bald dasselbe Schicksal ereilte. Gott hab Gnade. Und dann brach der Tod über Scarlett herein. Vater sagte, dass ich gehen und in der Feste Schutz suchen solle, während er Mutter holt, die im Dorf war. Und dann sah ich, wie er einen Kuman nach dem anderen niederstreckte. Ich habe ihn noch nie so kämpfen sehen. Doch dann bemerkte ihn der Anführer von Sigismunds Horde und ging auf ihn los. Ein Ritter in voller Rüstung. Er erschlug meinen Vater und wandte sich dann meiner Mutter zu, um sie kaltblütig zu ermorden. Armer Junge, möge der Herr ihren Seelen gnädig sein. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Thalmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Uhuhu. Wir probieren's. Ich rannte wie der Teufel, weil mein Leben davon abhing. Aber mein Schutzengel wachte über mich und ich schaffte es bis zur Mühle. Gut, dass es dir gelang. Der Herr sei gepriesen. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war von Kumanen gefasst worden, die sich schänden wollten. Ich hatte Herrn Ratzigs Schwert, und obwohl sie in der Überzahl und gut gerüstet waren, musste ich versuchen, sie zu retten. Ich wollte zumindest irgendjemandem helfen. Und es gelang mir, obgleich ich fast dabei umkam. Und dann nahm ich eines ihrer Pferde und ritt davon. Wie ein beherzter Ritter. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren, ganz gleich, was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Divish war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Thalmberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel-Medek von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Privislavitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer, sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist abscheulich. Ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divishs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten.
Jahrelang, sagt ihr? 7 Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie. Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Divis scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Talmberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herrin, ihr seid noch jung und wunderschön. Ihr habt eure besten Jahre noch vor euch. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. So schaut's aus. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Gott sei mit dir. Gute Nacht, Herrin. Na, ihr Schweinbären, ich hab genau gewusst, worauf, was ihr hier im Chat schreibt, ja. Da haben schon einige auf wilde Action gehofft. So schnell geht's hier nicht. Das ist ein ordentlicher Kanal. Ja, ich muss auch ehrlich zugeben, am Anfang habe ich auch gedacht, Mensch, was da los? Heinrich, wach auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Garlitz auf dem Weg hierher. Leute aus Garlitz? Ich nehme mal mit die Fackel. Wer weiß, wann wir die noch brauchen. Der Wehrgang, den haben wir vorhin gefunden, glaube ich, oder? Die kennen sich hier nicht aus wie wir. Wir könnten uns irgendwo verstecken. Wahrscheinlich haben sie deshalb so zügig angegriffen, damit wir uns nicht zusammentun. Aufgepasst! Wenn es Sigismund ist, seid auf das Schlimmste gefasst! Lasst euch nicht einschüchtern. Hört auf mein Kommando und alles wird gut. Hey, ihr da! Sagt den Leuten draußen, sie sollen sich auf einen Angriff gefasst machen. Rasch! Verstanden! Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Deshalb würde Sigismund bei Nacht auf Talmberg vorrücken. Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Skarlitz eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Späher von Herrn Divis sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und Herr Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Späher noch gesagt? Nicht viel. Denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf.
Und du hattest recht. Sigismund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Okay. Halt! Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welche Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier! Oh, du bist wirklich noch wach, Dibbisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich! Naja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Thalenberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Rathay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Dibbisch. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich noch mal zurück nach Skarlitz. Du bist wahnsinnig. Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Dibbisch, bitte sorge dafür, dass der Junge hier in Thalenberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund. Und viel Glück. Richte Herrn Hanisch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Schweig still, meine Lieben. Also, so schnell kommen wir nicht mehr nach Skarlitz zurück. Wir scheinen wohl hier festzusitzen. Heute Nacht verdreifachen wir die Wachposten. Teilt euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Behaltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Sigismund Speer. Und da er die Flucht der Skarlitzer bemerkt hat, vermutlich auch Männer, die sie verfolgen, haltet die Augen offen und meldet unverzüglich jede Kleinigkeit. Verstanden. Alter Schwede, ist die Stimmung mega. Auf ein Wort. Wie kann ich helfen? Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab.
Na dann. Ich würde mal sagen, Freunde, Fackel frei, oder? Auch wenn du hier überhaupt nichts siehst. Halte auf dem Wehrgang Wache, okay? Das ist unsere Aufgabe. Und das Ziel ist, ja, irgendwo halt. Sehen wir hier irgendwo ein bisschen Licht? Da ist ein bisschen Licht, hier unten in der Stadt. Es ist ein Sauwetter hier, mein Lieben. Oh. Schlurfst herum wie ein verlorenes Schaf. Deine erste Wache, hm? Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. Okay, wir halten uns an die Wächter hier. Oh, die haben auch jetzt scheinbar nicht so... nicht so viel Plan. Es brennt irgendwie. Da bewegt sich auch was. Die Fackel zumindest scheint nicht gerade zu sein. Oder? Schau mal hin. Die ist mal heller, mal dunkler. So als ob man um eine Hausecke rumgeht. Hm. Aber ist auch mal schwierig. Sauerländisches Wetter, ja. Tatsächlich. Da unten ist irgendwas. Das Licht. Wir rüsten mal die Fackel. Kann man die auch so, genau. Ich will die Nacht sehen. Nämlich viel besser für uns, wenn wir nicht die ganze Zeit ins Helle gucken. Durch unsere eigene Fackel blenden wir uns nämlich. Guck an, das ist hier das Tor. In einem privaten Bereich. Das ist das Tor hier. Ah, wie geil das gemacht ist. Das ist echt mit diesen... Ah, wie cool. Drücke... Ach so. Reicht mir so. Gucken wir schnell. Hm. Okay, also mit T kannst du die Zeit dann laufen lassen. Wer bist du? Wächter? Wir können mal mit dir quatschen, oder? Schauen wir mal. Guten Tag, wie kann ich helfen? Was denkst du darüber, wie den Scarlets an die Flucht gelungen ist? Gott sei Dank. Hab schon gedacht, Sigismund stürzt sich auf uns. Scheinbar haben das alle gedacht. Haben mit dem Schlimmsten gerechnet. Ehrlich gesagt, hab ich immer noch Schiss, dass Sigismund kommt. Und kommen wird er, da bin ich mir sicher. Hoffentlich haben wir auch so ein Glück, wenn wir dem Hunsfort gegenüberstehen. Ach, übrigens, Heinrich, mein Beileid. Danke.
So, meine Lieben. Lang ist ja nicht mehr. Ich glaube, es bricht dem nächsten Tag an. Aber wie cool diese ganze Burg aussieht. Mir gefällt das so sehr. Ich will einfach mehr davon. Ich will mehr solche Spiele. Das ist einfach nur schön. Guck mal, da geht so ein kleiner Weg in den Wald rein. Oh, mega. Ich mag diesen Grad von Realismus einfach. Dieses wirklich wunderschöne. Ich finde das so toll. Oh. Regen und schwuppdiwupp hauen die Leute wieder ab. Verdammt. Ist auch nicht. Na gut. Die Stunde schaffen wir noch, oder? Ah, nee. Nö. Okay, also die letzte Stunde, das machen wir schon. Spiel doch mal Alex. Alex ist tatsächlich an mir schon ein Stück weit vorbeigegangen, muss ich sagen. Sorry, bin nur ich. Ich wollte nur gucken, ob ihr noch aktiv wach seid. Irgendwas ist doch da vorne. Was ist denn da vorne? Da. Aktivitätengeber. Unerforschter Ort. Wir haben so wenig von dieser Welt entdeckt bisher. Guckt mal euch das an. Scarlet Rovna. Wer weiß, was es hier noch alles gibt. Ich würde mich gerne noch mal weiter aufs Ohr hauen irgendwie, wenn ich ihr ganz ehrlich bin. Gott sei mit dir. Hi. Was hältst du davon, wie den Scarlets an die Flucht gelungen ist? Das Glück war ihnen wahrlich hold. Sigismund wird vor Wut kochen. Ein Jammer, dass das Schicksal nicht allen gnädig war. Oh, tut mir leid. Und du kennst Herrn Ratzig Kobilla? Das wäre übertrieben. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Weshalb fragst du? Er muss ein feiner Herr sein, wenn er sich so um seine Leute kümmert. Bestimmt tun das doch alle Herren. Ah. Ich könnte dir da Geschichten erzählen. Über Herrn Divish? Aber nein, so war das nicht gemeint. Ich habe nur von anderen Sachen gehört. Da rollt einem die Fußnägel auf. Verstehe. Was er damit uns nur sagen möchte, ich weiß ja nicht. Verdammt. So, aber der Tag bricht an. Oh, schaut mal. Guckt euch mal diesen Himmel an. Schaut euch mal diesen Himmel an! Guten Morgen, meine Lieben. Schauen wir mal. Komm, das muss man. Schade, dass man das so schlecht alles nur sieht hier von diesen Zinnen. Guckt mal, wie die Wolken da auch ziehen. Das ist so schön. Ich liebe dieses Grafiklevel einfach. Ja. Auch mit diesen Tag-Nacht-Zyklen und so weiter. Ganz ehrlich, heutzutage muss ich sagen, gehört das in ein Spiel so für mich rein. Ja, das brauche ich einfach. Das muss ich sagen, das ist für mich einfach nur noch State of the Art. Ja. Absolut grandios. Absolut grandios. Allein wie jetzt die Nacht gerade aufgegangen ist, ja, jetzt so wenn der Morgen anbricht, diese Stimmung, die hier gemacht wird. Ich kann mir genauso, wenn ich in so ein Tal reingucke, kann ich mir einen frühen Morgen vorstellen, wie er jetzt gerade aufzieht, so jetzt der beginnende Tag langsam hochkommt, wenn dann so die ersten Sonnenstrahlen jetzt dann auch noch kommen. Genauso mag ich mir das auch tatsächlich vorstellen, wie es damals halt war.
Schaut euch das mal an. Ich liebe sowas, wenn man in Spielen in den Himmel guckt und es schaut aus wie in einem Foto. Ja? GTA hat im Übrigen auch einen wunderschönen Himmel. Ich als Himmelkenner. Ja? In GTA 5, der... Wo? Wo? Wir unterstützen den Wächter, wir bleiben bei ihm. Dieser selbsternannte König, die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Thalmberg. Das ist er. Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr, oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Markwart von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen. Und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen? Indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Markwart. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thalmberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thalmberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Thalmberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl.
Mein Herr, du hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Robert. Irgendwie glaube ich dem Frieden noch nicht. Irgendwo muss es doch da noch... Ich weiß es nicht. Ich habe so das Gefühl, da gibt's irgendwo noch einen Haken dran. Gott, bin ich froh, dass das hingehauen hat. Gott sei mit dir. Herr Robert, ich muss nach Scarlett's. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Herr, meine Eltern liegen dort. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Was würdest du an meiner Stelle tun? Tut mir leid, Junge. Du wirst warten müssen, bis sich alles beruhigt hat. Vielleicht ändert dein Herr seine Meinung noch. Weshalb brannte Sigismund Scarlett's nieder und kam dann hierher? So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Was ist in Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf, allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Weil die Stadt strategisch gut gelegen ist und starke Befestigungsanlagen hat, wodurch man sie als Basis für weitere Angriffe und zur Kontrolle eines ganzen Gebiets nutzen kann. Keineswegs. König Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Woher kommen diese Kumanen eigentlich? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmerer sagte. Sie kamen wohl aus dem Osten nach Ungarn und ließen sich dort nieder. Es sind gottlose Barbaren und gnadenlose Krieger. Früher waren sich alle einig, dass die ungarischen Könige sie nicht verpflichten sollten, weil sie ehrlos sind. Aber wenn es um Macht und Geld geht, ist Ehre nur noch einen feuchten Dreck wert. Und glaub mir, es geht immer um Macht und Geld. Ja, meine Lieben, welch wahres Wort. Es geht immer um Macht und Geld. Da hat Herr Robert recht. Aber wir kommen hier wohl erstmal nicht raus. Außer wir flüchten hier irgendwie. Die Burg mag ja ein sicherer Platz für uns sein, aber dummerweise ist ein sicherer Platz für uns gerade auch gleichbedeutend mit einem Gefängnis.
Gott sei mit dir. Hallo. Kannst du mir sagen, mit wem ich hier Handel treiben kann? Der Teichwart Votava ist dein Mann. Er sollte beim Kornspeicher sein. Zumindest habe ich ihn dort das letzte Mal gesehen. Handeln. Was hältst du davon, dass Sigismund abgezogen ist? Das war vielleicht ein Glück. Ich weiß, alle reden davon, wie schlau Herr Diewisch ist und so, aber das war eine heikle Sache. Dieser Sigismund ist unberechenbar. Er entführt den König, überfällt Städte, schafft fremdländische Söldner ins Land. Gott weiß, was er als nächstes vorhat. Das ist wohl wahr. Wir haben eine neue Redekunststufe erreicht. Ich wollte da auch mal reingucken. Wir haben da schon so, ich glaube, viel zu lange dran getan. Erste Hilfe, Info. Erlaubt es dir, Verbände anzulegen? Das ist schon mal was. Minimale Stufe 2. Asket. Du bekommst 30. Okay, weniger Essen. Das ist ein Wort, ne? Stärke, Bollwerk. Ja, da sind wir überall noch nicht so weit eigentlich. Dickes Blut. Die Redekunst. Haben wir da jetzt irgendwas Neues? Hochwohlgeboren. Nee. Charisma, Sichtbarkeit, Auffälligkeit. Okay. Ja gut, ansonsten hier unten schaut es auch aus, als wären wir jetzt erstmal noch ein bisschen hier Kampfesfertigkeiten. Ja, da haben wir ein bisschen was, gerade mit so Faustkampf haben wir ein bisschen was getan. Fertigkeit ist klar, da haben wir noch nicht viel. Wie gesagt, wir haben gerade erst angefangen. Wir machen gerade unsere ersten Reisen hier. Jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken. Questlog bringt uns alles nichts. Da wollte ich mal reingucken. Das haben wir alles angelegt. Äpfel haben wir noch ein paar dabei. Das ist okay. Brötchen, Fackel und so weiter. Klar. Einen Retterschnaps. Den werden wir auch noch dringend bauen. Minderwertiger Pfeil. Sag mal, warum haben wir eigentlich einen Pfeil dabei? Wir haben doch nicht mal einen Bogen. Pass etwas besser auf. Ja, Spiel wird noch viel besser. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben Händler entdeckt. Ach, wie cool. Der Händler? Nee. Du? Ja, oder? Gott sei mit dir. Hi. Können wir handeln? Wenn du Geld hast? Nope. Ich hab gar kein Geld. So, okay. Also, wir können mal ein bisschen gucken, dass wir mal ein bisschen zu Geld kommen. Wenigstens zu Kleinigkeit. So. Das bringt uns noch nicht viel. Die Ente bringt uns ordentlich. Warte mal, was ist denn unser wertvollster Besitz? Der Retterschnaps, den gebe ich aber nicht her. Die Ente werden wir brauchen. Da verkaufen wir mal zweimal Käse. Die minderwertigen Pfeile verkaufen wir auch mal. Die können wir jetzt gerade ohnehin nicht nutzen. Brötchen, das lasse ich alles mal. Okay, wir haben jetzt mal ein bisschen, wenigstens ein kleines Schlückchen Geld, ja. Also wir sind ja eigentlich, sind wir mal ehrlich, 7,6, was auch immer, ist nicht viel. Hi. Reden wir mal mit dir schnell. Viel Gesundheit. Ich muss raus hier. Ich muss hier raus. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Diffisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Öffne das Tor, sage ich. Weißt du nicht, wer ich bin? Jemand, der gleich seine Zähne verliert, wenn er sich nicht verzieht. Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich. Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Wenn ein Thalenberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lasse ich ihn natürlich raus. Ist doch klar. Na gut. Ich versuche, etwas aufzutreiben. Okay. Groschen ist die Währungseinheit. Vielen Dank. Wenn es nur so wäre.
muss den Graben so groß wie die Höllenpforte ausheben, um an die letzten Wurzeln zu kommen. Boah, ist das cool hier alles. So, jetzt nicht, wir könnten da... Wir reden mal mit jedem hier. Na, wir machen jetzt nur eine Redesession. Na, wir reden jetzt den ganzen Tag mit den Leuten. Nein. Okay. Warte mal, lass uns nochmal in Richtung unseres Bettes gehen. Was ist denn das? Eine Grube. Hi. Hast du etwas Bett? Der schaufelt. Warum schaufelt der denn? Keiner weiß es so genau. Oh, wie gut gemacht einfach nur. Wie gut gemacht. Respekt und Anerkennung, meine Lieben. Hi. Wer bist du denn? Dorfbewohnerin. Wir probieren mal. Okay, wir sind fett wie ein Schwein. Sagt man. Wo kommen wir hin? Da sollten wir vielleicht nicht unbedingt rumdümpeln. Ja, in so einem privaten Bereich. Boah, schaut euch das alles mal an. Schaut euch das alles mal an. Also, wie unfassbar gut einfach nur diese Welt gestaltet ist. Da geht die Axt durch wie Butter. Ja, klar. Schlossklappen, knallt. Ah, oh, da hat man das Feld zugeschoben, oder? Ja, krass.